Hallo und herzlich willkommen zurück beim Umsi dem Omnibus Simulator. Ja, wir sind ja Morgen. heute Einmal Schüler, bitte. unterwegs auf der Map Wankendorf im O405 GN1. Entschuldigung. Können Sie Und mir dann auch ja, nochmal einen das mit Fahrschein den Tickets geben? bei dem ist nicht so geil gemacht, aber naja, gut, was Können Sie soll's. mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, letztendlich kann man sich. Ja, wir sind auf der Map Wankendorf im GN1, im Andresen Repaint von R&W Umsi Repaint. Also alles ziemlich durcheinander gewürfelt. Und wir dürfen jetzt auch gleich schon losfahren. Und ich habe mir natürlich auch ein Thema überlegt für heute, sonst wäre ich ja nicht ich. Und das ist sogar ein ganz persönliches, passendes Thema. Abgesehen von dem seltsamen Zielcode gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Jo, an sich mit Wangendorf ist ganz schön. Gibt schlechtere Maps, aber auch schönere, ne? Wenn um die zwei halt die ganz schönen Maps nicht akzeptiert, dann ist das natürlich auch irgendwo wieder scheiße. Das ist nämlich so im Moment ein bisschen mein Problem, aber naja, was soll's. Kann man ja dann im Grunde auch nichts machen. Ja, der GN1 ist auch noch unterwegs mit dem Lenkradsternen-Mod. Also alles schön zurecht gemoddet, neben dem Setra und dem Karosa ab und zu. Das sind die drei Generationen, das sind eigentlich sogar die Busse, die ich eigentlich ausschließlich fahre. Mit der fährt jetzt aber auch hier tapsch um die Ecke, du. Meine Güte. Aber naja, gut. Ja, was möchte ich denn jetzt hier mal ansprechen? Wieso habe ich eigentlich keinen Sound? Ah, warte, habe ich ausgeklickt. Ah, genau. Ich habe den Sound hier ausgemacht. Dann ist ja kein Wunder, dass ich nichts höre auf den Ohren. Ja, und zwar, ich. Na, fangen wir so an. Einige von euch wissen ja sicherlich, dass ich eigentlich gebürtiger Thüringer, genauer gesagt Erfurter bin. Und, Guten Tag. Hallo. ja, dadurch, dass man halt da auch viele Leute, oder meine Eltern vor allen Dingen, viele Leute kennen, bin ich halt dann auch ab und zu nochmal da. Und, ich habe da die. Von der ersten bis zur fünften Klasse, beziehungsweise von bis zu Ende bis Ende der Ey, super, fünften fahre ich Klasse, wieder Auto? habe ich da halt gewohnt und gelebt und ja, genau. So war das alles gewesen und ich war jetzt dann gerade kürzlich dort. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Nämlich gestern, um genau zu sein. Und ich habe dann über Facebook kürzlich einen alten Grundschulfreund von mir wiedergefunden. Also war ich bei Grundschule zu meinem besten Kumpel. Und dann kam mir spontan die Woche die Idee, dass ich am Samstag da in Erfurt bin und ob man sich vielleicht nicht treffen kann. Kam auch schon, war dann auch kein Problem und so. Und ja, das ist jetzt der Punkt, den ich heute dann auch ansprechen wollte. Beziehungsweise der jetzt heute so das Thema vom Video sein sollte. Nämlich, ja, Grundschulfreundschaften und was daran so das. Ob man sowas aufrechterhalten sollte und ob einem das was bringt, wenn man das aufhält. Ja. Grundsätzlich, muss ich mal kurz sagen, wir haben uns dann, war so ein bisschen kompliziert, ich habe erst nicht so gefunden und so, aber dann hat das alles so geklappt und, So wie Sie fahren, machen Sie bitte die Tür auf, ich bin raus. und, ja, so war das dann halt, dass wir uns dann da 4 Stunden sind halt durch Erfurt gelaufen und, haben uns halt so unterhalten. Das war sehr interessant so. Weil, für mich persönlich, weil, ja, ich habe halt
wieder so in Bezug kommen, ja, zu. Oder einen viel stärkeren Bezug wieder zu meiner Heimat und. Guten Tag. Guten Morgen. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ja, das war halt total das Spannende und deswegen grundsätzlich meine Grundsatzidee ist, dass ich hätte gern man eine Tageskarte. Sowas unbedingt auferhalten sollte. Dankeschön, junger Mann. Beziehungsweise, wenn man es nicht mehr auferhalten hat, vielleicht versuchen sollte, wieder Kontakt zu den Leuten zu bekommen. Weil in meinen Augen kann man davon eigentlich sogar nur profitieren. Ich meine, im schlimmsten Fall versteht man sich halt nicht mehr. Beziehungsweise nicht mehr so gut. Und dann passiert es halt einfach, ja, dass man sich halt nicht versteht, dass sich halt dann der Kontakt komplett verliert. Aber wenn man sich versteht, dann kann sich da ja auch wieder ein bisschen ein Kontakt aufbauen. Wenn man jetzt nicht gerade wie ich unbedingt so ewig weit weggezogen ist. Dann ist das ja alles auch nochmal wesentlich einfacher. Aber das Ganze beruht eigentlich darauf, dass ja, man kann ja nur profitieren und das ist auch was für mich war das ein sehr ja, besonderer, seltsamer Moment irgendwie, weil ich kenne hier nicht so wirklich viele Leute und die ich kenne, sind dann meistens auch irgendwie auf dem Gymnasium oder so und er ist halt jetzt auf der Realschule so und hat dann auch da Kontakt zu Hauptschülern und zu durchaus auch bedenklicheren Personen, ja, und das prägt natürlich einen Menschen dann auch, aber allgemein fand ich das sehr sehr schön, weil einem dadurch nochmal ein bisschen so ein anderer Blick ein bisschen vermittelt wurde auf das Ganze und ja, mir persönlich hat es sehr gefallen und das, wenn man sich damals sehr gut verstanden hat, versteht man sich heute eigentlich auch noch. Also ich kenne genug Leute, denen es auch so geht. Entschuldigung. Jetzt muss ich gerade gähnen. Das ist nicht so tight. Aber wie gesagt, ich kenne genug Leute, denen es genauso geht und das. Sie halt damals einen Grundschulfreund hatten und den nach Ewigkeiten mal wieder gesehen haben und gesagt haben, oh, ich habe mich super mit dem verstanden. Und ich meine, die Chance ist schon relativ hoch, weil wenn man sich einmal verstanden hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man sich auch wieder mal versteht. Bitte. Einmal und das war schon sehr interessant, weil da hat sich nicht viel verändert. Also, ich hab. Gut, ein paar Sachen hatte ich natürlich auch vergessen, so von der Innenstadt oder so, ja, aber. Es hat sich nicht viel verändert und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Erfurt eine sehr. Ich mag die Stadt sehr gerne. Ich kenne genug Leute, gerade jetzt in meinem persönlichen Umfeld, die sagen: Nö, mir gefällt es da nicht. Im Osten, ich mag den Osten nicht, der ist nichts für mich, ja. Das gefällt mir nicht, das ist nicht schön dort, aber es ist sehr wohl schön. Und es hat sehr schöne Ecken, finde ich. Aber na gut, darum geht es jetzt auch gar nicht. Nur, was mich halt einfach beeindruckt hat, dass der Unterschied doch da ist. Und dass man den Unterschied auch nicht einfach so wegreden kann oder einfach vergessen kann, ja. Der ist da und der bleibt auch da. Und das prägt einen auch, wo man herkommt. Also kann mir keiner was erzählen, ja. Dass sein Umfeld in den ersten 10 Lebensjahren seiner Kindheit oder wenn man 20 Jahre gelebt hat, nicht irgendwie prägt. Das prägt einen auf jeden Fall sehr. Und ich bin jetzt aus meiner persönlichen Sicht sehr glücklich darüber, diese Prägung da gehabt zu haben, wie ich sie hatte. Danke. Weil man doch auch irgendwo ja ein spezielles Bild kriegt und eins muss ich ja auch unbedingt sagen, was Thüringen angeht. Thüringer Wurst ist die beste. Eine Thüringer Rostbratwurst in Thüringen vom Grill ist einfach nur die beste. Und es ist einfach so unfassbar viel günstiger als hier. Ich habe mich dann mit dem Kumpel unterhalten und
habe ich nicht so, habe ich so gemerkt, boah, guck mal, hier kostet die Bratwurst nur 2 Euro. Das ist so günstig. Ich habe Bratwurst mit Brötchen, echt super lecker. Dann meint der, was? Das ist hier total teuer. 1,80 ist gut. Und wenn du ein Sonderangebot hast, kriegst du, komm ich mal, für 1,50 beim Fleischer. Mit Brötchen, gegrillt. Ne? Und bei uns kostet ein Ding 3,50 und das schmeckt nicht so. Und es ist einfach so, dass die Thüringer Rostbratwurst am besten schmeckt. Das ist einfach so. Genauso wie das Thüringer Gehacktes, oder was heißt hier Gehacktes? Oh, hier heißt es ja gar nicht Gehacktes, aber mir fällt dafür immer kein anderes Wort ein. Es ist einfach, bei mir heißt das Zeug Gehacktes. Dieses, ja, Fleisch, was durch Fleischwolf gedreht wurde. Weil das gibt es hier nicht gewürzt und dort oben gibt es 1000 Varianten. Da gibt es mit viel Fett, mit wenig Fett, mit Zwiebel und mit Kümmel. Und das ist alles immer gewürzt und es ist einfach so lecker. Ohne Spaß. Also, sollte jemand mal von euch nach Thüringen kommen, geht, ich mache jetzt Schleichwerbung, aber das mache ich jetzt aus rein persönlichen Gründen, nicht aus irgendwelchen, ja, natürlich YouTube-Money-Haters und so, Swagger-Bitches, YOLO, geht zu Zitzmann und kauft da ein. Es ist einfach so viel günstiger und es ist so lecker, also wirklich, Thüringer Knacker, manche sagen Landjäger dazu, aber es sind eigentlich echte Knacker, so Knackwürste. Und ja, es ist einfach. Man kennt's und wenn man es kennt, vermisst man es. Wenn man Ewigkeiten immer leckere Bratwurst hatte und gehacktes und alles und dann hat man es nicht mehr. Das fehlt schon doch. Noch die Leberwurst ist echt lecker. Aber naja, gut. Ich glaube, da brauche ich jetzt euch hier nichts vorheulen, ihr werdet mich erst dann verstehen, wenn ihr es mal selber gegessen habt. Dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und wenn ihr es dann immer noch nicht wisst, naja gut, dann ist euch auch nicht wirklich zu helfen. Ja, aber ich bin schon sehr glücklich und ich fand es sehr, sehr interessant, einfach dann mit ihm da wirklich umzulaufen, weil... Ja, wenn man sich einmal verstanden hat, versteht man sich meistens immer noch, ja. Ich meine, klar, wir haben uns jetzt seit, also 6 Jahre waren es mindestens, tendenziell 7. Jahren haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen, also 6 Jahre. Und ich bin schon der Meinung, dass man sich zwischen 10 und 16 oder 9 und 15 jetzt bei mir doch spürbar verändert und es hat immer noch gepasst, ja, man hat sich immer noch verstanden und deswegen empfehle ich das an jedem von euch, weil man findet über Facebook so, so viele Leute. Und ich habe das dann auch geschafft, ich hatte ja noch einige Namen im Kopf so. Und also es geht wirklich und deswegen, ja, macht es auf jeden Fall. Wenn ihr jemanden kennt aus Grundschulzeiten, dann trefft euch wieder mit dem und ja, macht irgendwas mit dem oder beschäftigt euch mit dem, irgendwas. Weil man kann nur profitieren eigentlich. Und ich fand das wirklich sehr schön und das waren sehr, ja, da werden viele Erinnerungen wach, die man vielleicht dachte, dass man sie geplant hat oder vergessen hat oder sonst was. Dabei täuscht es, die Erinnerungen waren nicht weg, man hat sich halt nicht an sie erinnert, ne? Ha, 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 Inception-Style und so. Nee, aber das war wirklich, kann ich absolut empfehlen, war ein sehr tolles Erlebnis für mich persönlich. Weil einfach so viele Erinnerungen wieder da waren und hochkamen und War schon echt toll, doch, muss ich echt sagen, war sehr, sehr interessant und hat einen schon sehr an die damalige Zeit irgendwie erinnert, ja, weil, ja, man ist halt einfach wie in seiner Kindheit so. Und wenn einer von euch wo weggezogen ist oder so, dann, oder es ist halt, wenn man in derselben Stadt ist und den Kontakt verloren hat, macht das einfach mal. Das ist sehr interessant und begeisternd, das Ganze. Und
wirklich was Hochspannendes und für mich auch wirklich was Besonderes, so blöd es jetzt klingt. Aber ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und ja, damit, mit dieser Empfehlung würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende. Für mich war es wirklich was Besonderes und ich kann es jedem nur empfehlen. Und ja, damit würde ich sagen, war es auch schon für dieses Mal. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao und bis bald. Wenn ich denn hier mal gescheit eingepackt wäre, ne, dann wäre das alles auch passender gewesen. Aber ich denke, wir sind jetzt soweit am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht nochmal eine kleine Anregung geben. Wenn nicht, tut mir das leid. Ich hoffe es trotzdem. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao und bis bald.